Am Samstag, den 22. Juni, fand sich ein ganz besonderer Gast in Willisau ein. Es war der HBZQL. Ein Helikopter des Typs Airbus H145 der Reger wurde von den zahlreich erschienenen Zuschauern auf dem Festhallengelände mit Applaus empfangen. Der Pilot Claudio Rona und seine Crew landeten sicher auf dem vorgesehenen Landeplatz, der durch die Kantonspolizei Luzern abgesichert worden war. Nach dem Stillstand der Rotoren gab es für die Zuschauer kein Halten mehr und jeder wollte den Gast aus der Nähe sehen. Nebst der Luzerner Polizei war auch die ortsansässige Feuerwehr auf dem Gelände anwesend und zeigte auch ihre Ausrüstung und Fahrzeuge den vielen Zuschauern und Interessierten. Wer wollte, durfte auch mal in einem Kindertraum Platz nehmen. Für die Schwindelfreien, ob groß oder klein, war auch ein Aufstieg mit dem Hubretter möglich, um sich so einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Die Reger, welche diesen Besuch im Rahmen ihrer Reger-Tour in Willisau organisiert hatte, war natürlich auch mit seinem Infostand vor Ort. Nebst Informationen zum Rettungsdienstreger wechselte dort so manches Modell von einem Reger-Gefährt den Besitzer. An mehreren Foodständen konnten sich Besucherinnen und Besucher mit Essen oder einem warmen Getränk verpflegen. Leider wollte der Nieselregen kein Ende nehmen und so war etwas Warmes sehr willkommen. Dann war es soweit. Pünktlich um 15.30 Uhr begab sich Claudio Rona und seine Besatzung wieder zum Helikopter und verließen das Städtchen Willisau im Luzerner Hinterland Richtung Heimatstützpunkt.